Strange things can happen with the Skeletor Skull Staff. Wicked sound! Time for your lesson! Skull Staff makes 6 battle sounds. The Skeletor Skull Staff. Thanks for the workout, bonehead. Und damit herzlich willkommen bei Spielzeugjäger. Ich bin der Alex. Und ich bin der Martin. Wir sind heute bei unserem Part 2 unserer ersten großen Folge zu He-Man The New Adventures. Und zwar zu den beiden Charakteren, die es in die neue Serie geschafft haben, den He-Man. Und heute geht es um den Skeletor, Alex. Du hast ja schon einige aufgebaut hier auf dem Tisch. Es gibt wahrscheinlich einen sehr Variantenreichtum in unserem bösen Helden der ganzen Geschichte. Ja, für Alex, die eine ist wahrscheinlich Skeletor wirklich der Held. Ich wähne ihn auch als einen meiner absoluten Lieblingsschurken. Den Anfang würde ich machen mit der ersten Skeletor-Variante, die es gab. Das ist nämlich dieser gute Herr. Der wurde von Dave Wolfram kreiert. Dave Wolfram dürfte einigen He-Man-Fans bekannt sein. Er hat nämlich Scareglow unter anderem designt und auch Snakeface. Und ganz bekannt, und da sieht man auch die Parallele zum Vorgänger, er hat auch den Laserlight-Skeletor, der 1988 in die Läden kam, auch designt. Und das Besondere damals war ja, dass dieser Skeletor mit einem Umhang daherkam und sehr biomechanisch wirkte. Das Ganze hat man dem New Adventures Skeletor auch aufgegriffen, beziehungsweise hat Dave Wolfram sich gesagt, ey, ich finde das ganz gut. Er hatte auch mal in einem Interview gesagt, dass er auch ein bisschen sich orientierte an H.R. Giger. H.R. Giger ist ja ein Schweizer Künstler gewesen, der ja maßgeblich daran beteiligt war, dass die Alien-Filme so aussehen, wie sie aussehen. Ja, dieses ganze Biomechanische, da gilt er eigentlich so als der Urvater dieses ganzen Stils. Das hat eben auch Dave Wolfram aufgegriffen und hat Skeletor einem kybernetischen Update unterzogen. Skeletor strotzt nur so vor Kabeln, Schläuchen, und man möchte auch meinen, dass das keine Stiefel sind, die er trägt, sondern so eher robotoide Ausläufer der Beine, die dann auch zu seinen Füßen werden. Er hat so ein bisschen so wie so Gelenke unten dran, ne? Während He-Man in der Muckibude war, hat er einfach mit Technik nachgeholfen und hat sich so quasi in das nächste Stärke-Level katapultiert. Er war im Tech-Studio, genau. Das Kuriose ist, im Cartoon selber von Jetlex Productions wurde dieses veränderte Design gar nicht erklärt. Also Hydron und Ikarius reisten ja in die Vergangenheit, genau, um im Auftrag von Meister Sebrians quasi den Held der Helden in die Zukunft zu holen, auf dass er ihn im Kampf gegen die Mutanten unterstützen möge. Und Skeletor lief auch auf Eternia schon so rum, wie er eben hier auch zu sehen ist. So etwas kybernetisch mit diesem Mantel, diesen etwas anderen Farben. Und im Comic wiederum war es so gewesen, dass He-Man oder beziehungsweise Prinz Adam sich erstmalig direkt vor den Augen von Skeletor verwandelte und er einen Strahl auf Skeletor richtete, der wiederum dazu führte, dass Skeletor extreme Verbrennungen erlitt. Er schaffte es so mit Mühe und Not zu entkommen. Und auf dem Mond Nordor versorgte er sich selber, kurz bevor Flock, der Anführer der Mutanten, Skeletor fand, hatte Skeletor sich quasi selber reanimiert, selber versorgt und hatte sich mit mechanischen Teilen aufgerüstet und sich letzten Endes so auch vor dem Tod gerettet. Das Ganze hatte auch zur Folge, dass er nicht nur anders aussah, sondern eben auch etwas stärker daherkam. Das hatte auch dann He-Man beim ersten Aufeinandertreffen überrascht, da sein Widersacher nun deutlich stärker wirkte und in der Lage war, doch mehr Schläge zu parieren, als es bisher der Fall war. Also praktisch wie so ein Cyborg. Ja, er kommt wirklich als eine Art Cyborg daher, genau. Mhm. Auch der Widerstab ist nicht mehr vorhanden. Wir haben jetzt wirklich diesen Tech-Stab, der auch dieses Skeletor-Thema aufgreift. Wir haben hier diesen Totenkopf, der dann von dieser Zier gesäumt wird, so wie Hörner, die nach oben und unten weggehen. Ein bisschen sieht der Stab auch so aus wie der Stab, den der Skeletor in dem Kinofilm mit Dolph Lundgren trug. Da, finde ich, sieht man so ein bisschen die Ähnlichkeit. Mhm. Ansonsten hat er wie der erste He-Man aus der Toyline einen Helm, den man abnehmen kann. Und wenn man den umdreht, sieht man auch ein riesiges Implantat. Ich nehme auch mal den Mantel ab. Ein riesiges Implantat, das so in den Kopf reingeht. Siehst du das? Naja. Also er hat wirklich schwere Eingriffe hinter sich. Die Wirbelsäule ist auch komplett kybernetisch. Auch wie so Finger. Also praktisch sieht aus wie so ein... Ja, wie so eine Klaue, die in den Kopf reingeht. Wie so ein Facehugger. Ja, wie ein Facehugger. Genau, H.R. Giger Design lässt grüßen. Richtig, hast du gut erkannt. Ansonsten auch die Beine, der ganze Rücken, die Arme, überall sehen wir Kabel. Man muss natürlich dazu sagen, es ist ein Spielzeug.
dadurch gehen auch viele Details verloren. Also modelliert wurde hier richtig, richtig viel. Man kennt das auch von den Playmates-Figuren, der Turtles-Toyline. Da gibt es ja auch eine Menge Details, die leider untergehen, weil eben nicht alles bemalt werden konnte. Das hätte einfach das Budget gesprengt. Selbiges gilt auch hier. Und sehr markant ist auch neben diesen ganzen mechanischen Ausläufern dieser großen Brustplatte, dass auch das Skelettgesicht erstens kein kompletter Totenkopf mehr ist. Ja, genau. Alte Comics zeigen auch, dass der ursprüngliche Skeletor eigentlich einen kompletten Totenkopf auch hatte. Bei ihm ist es eben nicht mehr so. Man hat das Gefühl, dass die Haut hier einfach weggeätzt ist. Genau, vorne. Genau. Das sieht so ein bisschen mit dem grünen Farbanstrich hier an der Seite aus, als ob so wie Fleisch. Genau, als ob das irgendwie weggerissen wurde. Oder so. Wurde. Richtig, ja, genau. Richtig. Okay, ja. Und auch die Farben sind einfach ganz anders. Das wirkt so ein bisschen, als hätte er eine fluoreszierende Farbe im Gesicht. Ich muss dazu sagen, die leuchtet nicht im Dunkeln. Das ist so eine Art, ja, beige-creme. Ist schwer zu sagen. Der ursprüngliche Skeletor hatte ja zwei Farben gehabt, nämlich gelb und grün. Das hat so das Totenkopfgesicht dargestellt. Das hat man hier zum Beispiel wieder verworfen und hat es komplett neu gemacht. Ansonsten haben wir dunkle Augenhöfe mit roten Punkten, einfach um diesen diabolischen Blick zu unterstreichen. Dann hat er auch hier Handschuhe, ähnlich wie auch die Vorlage, auch hier lila gehalten, allerdings auch sehr mechanisch. Man sieht hier auch überall so kleine Mechaniken, die dann auf der Oberfläche langlaufen. Die Stiefel hatte ich ja schon erwähnt, dass die sehr mechanisch wirken. Und wir haben hier überall auch so dunkelrote Applikationen auf den Stiefeln, auf den Oberschenkeln, eben auch dieser Brustpanzer, der auch mit zwei Totenköpfen noch gesäumt wird. Und dann haben wir eben diesen bronzefarbenen Schlüpfer, der einen roten Gürtel hat. Die Schlüpper. Und alles in allem finde ich eine sehr, sehr schöne Figur. Auch Skeletor wurde deutlich runter reduziert, was die Muskelmasse anbelangt. Sieht sehr schmal aus, ja, der Meister. Und hat er denn einen, ich sehe gerade hier hinten, der hat ja so einen kleinen Griff hier. Was ist denn sein Action-Feature? Hat er ein Action-Feature? Ja, und zwar ähnlich wie beim He-Man, der erste aus der Toyline, kann man auch hier den Oberkörper drehen. Und dann kann Skeletor den Schlag ausführen oder parieren mit seinem Stab. Finde ich auch sehr, sehr cool gemacht. Auch ein sehr robustes Action-Feature. Ich habe noch nicht erlebt, dass das mal kaputt ging. Also ich selber habe es noch nicht erlebt. Vielleicht habt ihr etwas anderes erlebt. Lasst es uns gerne wissen, schreibt es in die Kommentare. Alles in allem eine recht solide Figur. 8 Bewegungspunkte, Kopf lässt sich drehen, Arme hoch und runter und die Balljoints in der Hüfte sowie die Kniegelenke. Auch hier gilt wieder, Kniegelenke sind der Schwachpunkt. Ich hatte jüngst erst einen gehabt, da sind die quasi fast schon abgebrochen gewesen und hätte ich hier noch ein paar Mal bewegt, dann hätte ich die Beine links wie rechts in der Hand gehabt. Das ist einfach sehr, sehr schade. Aber sonst so der Rest vom Skeletor ist eigentlich sehr robust, oder? Sehr stabil. Ja, das Zubehör, was... Es kommt vor, dass der Stab manchmal verbogen ist, manchmal auch abgebrochen. Okay, echt? Relativ selten. Das Plastik ist schon relativ weich, aber es ist auch noch steif genug, dass es auch hin und wieder brechen kann. Der Helm ist eigentlich sehr, sehr oft dabei. Der ist auch stabil, da geht eigentlich nichts kaputt. Der ist auch sehr schön. Massiv, auch wieder, ne? Ja, genau. Diesen HR-Giga-Touch. Und vorne, man erkennt es nur leicht, soll das hier einen Totenkopf darstellen. Ja, ja. Also auch da wurde wieder viel so dieses skeletöse Design aufgegriffen. Der Mantel fehlt hin und wieder mal bei losen Figuren. Und der Gummi wird natürlich ähnlich wie bei den Dino Riders mit der Zeit auch etwas spröde. Ja, selbst, und die Flexibilität, die Spannung geht raus. Genau, selbst ist ja ein bisschen mit Stoff da, der Gummi, aber er ist immer noch Gummi. Genau. Insofern, ja, das ist so ein großer Schwachpunkt. Okay, Alex, das ist ja nicht schlecht. Aber ich sehe, hier stehen ja noch zwei andere. Richtig. Skeletoren. Skeletors, sagt Skeletors. Wir hatten es ja in der allerersten Folge, als wir so diesen Auftakt zu dem Review gestartet hatten, auch erwähnt, dass Mattel mehr vorhatte, letztendlich aber oftmals weniger abgeliefert hatte aufgrund von Kosten oder weil die Erwartungen nicht erfüllt wurden, was den Absatz, den Umsatz anbelangte. Ja. Und das äußert sich auch in einigen Figuren. Wir haben hier einen Skeletor, der auf den ersten Blick genauso wie der ursprüngliche Skeletor ausschaut. Deswegen. Allerdings ist das hier noch eine viel frühere Variante. Mhm. Erkennt man an einem ganz essentiellen Detail, der Gürtel ist oben und unten bemalt. Okay. Und zwar haben wir einen Gürtelteil, der direkt auf die Hose, auf die Bronzeschlüpfer modelliert wurde. Und der obere Teil des Gürtels gehört zum oberen, also zum Oberkörper. Mhm. Und in der Regel ist nur der untere Teil bemalt, der auf der Schlüpfer sitzt. Bei der ursprünglichen Version, die auch relativ früh in die Läden kam, da gibt es einige Varianten, wo dann halt der Gürtel auch oben und unten bemalt ist. Und, so hat mir Himmel Sven jüngst erst berichtet, es gibt wohl auch eine Variante. Man sieht nämlich auf dem Gürtel einen silbernen Totenkopf und es gibt wohl auch eine Variante, wo der Totenkopf rot ist und eben nicht silber. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, noch nicht in den Händen gehalten. Ich kenne aber ein Foto vom Himmel Sven und er hat den auch Mock. Also ist davon auszugehen, dass da nicht die Farbe abgerubbelt wurde, sondern dass sie einfach nicht mit lackiert wurde. Aber man kann es schon als Variante mit betrachten. Das ist dann die Frage, wie oft bzw. was für eine Häufigkeit dann... Ja, also man muss dazu sagen, den hier mit
doppelt bemalten Gürtel, der ist schon selten zu finden. In der Regel habt ihr immer den in den Händen. Mock wie lose. Das Silber ist ja auch nur angemalt. Ne? Das kann richtig, natürlich auch sein, dass sich das halt just die Maschine irgendwie ausgesetzt ist. Das hat man bei den Star Trek-Figuren auch manchmal, dass dann einfach Teile nicht bemalt sind. Da hat dann die Maschine ausgesetzt und hat nicht bemalt. Das kann natürlich auch sein. Okay, ja. Aber so gut. Auf den ersten Blick sind die schon sehr gleich. Da muss man also schon genau hingucken. Es ist auch nicht die einzige Figur der Toyline, wo mal Dinge mehr und mal weniger bemalt sind. Ihr werdet im Laufe des Reviews in den anderen Folgen auch noch weitere Beispiele von uns kennenlernen. Aber jetzt sind wir erstmal bei Skeletor und das da ist zu sagen... Ist ja auch so eine klassische Variante, sage ich mal, wenn da Dinge nicht bemalt sind. Richtig, genau. Ja. Und aber ich sehe jetzt hier, es steht da noch einer. Richtig, das ist so eigentlich das wertvollste Stück. Das ist der spanische Skeletor. Erkennbar ist er an zwei Sachen. Zum einen ist der Umhang hier nicht, ich sag mal so violett oder so lila gehalten. Es ist eigentlich eher schon so violett, würde ich fast meinen. Ja. Sondern hier ist ja so lila gehalten. Manche sagen auch Blue Cape Skeletor. Ja, ich finde, es ist schon eher lila. Genau. Man muss aber sagen, in seiner Erscheinung kommt er dem Vorbild des originalen Skeletors jetzt aber am nächsten. Weil? Naja, diese Farben. In der Regel hat ja der klassische Skeletor ein dunkles Blau gehabt und eben hellblaue Haut. Mhm. Und wenn man ihn jetzt so anguckt, sieht er auf den ersten Blick schon eher nach dem Skeletor aus, den wir auch von ganz, ganz früher kennen. Das irritiert ja schon mit diesem hellen Cape. Mhm. Klar hat er auch wieder diesen Helm und diesen Stab. Und beim spanischen Skeletor ist, wie gesagt, der Mantel so lila und das Zubehör ist schon eher so anthrazitfarben gehalten. In der Regel ist das Zubehör vom Skeletor eher so bronzefarben. Auch da gibt es nochmal so ein bisschen Varianten, wenn du mal schaust, Martin. Dieser Bronzeton ist etwas heller als dieser. Das stimmt, ja. Deswegen, ich hätte jetzt schon gedacht. Aber es ist in der Regel ist es Bronze und wir können das ja gleich mal aufs Exempel prüfen. Der Helm hat eine Nummer, also wissen wir, es ist eine Malaysia-Produktion. Mhm. Daran erkennt man das? Ja. Und selbiges gilt auch für diesen. Genau, da haben wir eine Nummer drin. Und der Stab müsste eigentlich auch eine Kennzeichnung haben. Genau, da steht dann auch drauf 1988. Selbiges gilt auch für diesen Stab. Und jetzt gucken wir mal, was uns der spanische Skeletor verrät. Es ist ja eine Spain-Variante, keine Italy-Variante. Und da steht auch eine Nummer drauf, kurioserweise. Ich will nur mal gucken, ob die Nummern übereinstimmen. Und das tun sie nämlich scheinbar nicht. Kannst du den mal kurz hinstellen? Danke dir. Ich gucke mir nochmal an hier. Genau, hier haben wir die Nummer 1 oben drauf stehen, während hier oben eine Nummer 3 drauf steht. Und bei der müsste, glaube ich, Nummer 2 sogar drauf stehen. Ganz oben. Ist das eine kleine 2? Ganz oben? Wo steht das? Ganz hier müsste irgendwo eine kleine 2. Ah ja, klar. Sieht eigentlich wie eine 2. Ist eine 2, ja. Genau, also merkt man, es gibt wahrscheinlich 3 Farbvarianten. Mhm. Und der Helm hat kurioserweise auch eine Nummer drin. Also das unterscheidet wahrscheinlich das spanische Zubehör von dem Italy-Zubehör. Das Italy-Zubehör hat meistens dann nur drin stehen Italy. Mhm. Ja. Während das Malaysia-Zubehör dann diese Kennzeichnungen mit Nummern hat oder eben auch das Produktionsjahr draufsteht. Hier haben wir jetzt die Nummer 3 beim Helm. Mal gucken, ob das beim Helm genauso ist wie bei dem Stab. Hier haben wir die Nummer 1 drin stehen. Ah, dann ist es immer der passende Helm zum passenden Stab dann, oder? Das kann ich nicht, da müsste man wirklich mal jemanden von Mattel fragen. Und hier haben wir die Nummer 2. Also es sind auch da Unterschiede, was die Nummern angeht. Mhm. Fakt ist aber, dass der hellste Bronzeton, der schon ins Anthrazitfarbene übergeht, immer der ist vom spanischen Skeletor. Mhm. Ja, daran erkennt ihr auch immer die Echtheit, ob das Zubehör auch wirklich passt. Ich habe als Referenz auch einen spanischen Skeletor, habe ich auch Mock. Und da sieht man definitiv, dass das Zubehör schon in dieses Anthrazitfarbene übergeht und eigentlich weggeht von diesem Bronzefarbenen, plus diesem Cape. Wenn du jetzt sagst, Alex, die Mock-Varianten, gibt es denn von der, gibt es Mock-Varianten? Also gibt es Varianten? Ja, bevor ich darauf eingehe, würde ich noch einen Tipp euch geben, wenn ihr einen spanischen Skeletor haben wollt, weil für den müsst ihr lose wie Mock auch am meisten Geld hinlegen. Achtet darauf, es wird auch viel gefaked. Also dieses lila Cape wird oft gefaked und ihr erkennt es immer daran, dass dieser schwarze Gummibund vorne dran ist. Das hat eigentlich jeder Mantel. Der normale Skeletor hat ihn auch so purpurfarben, diesen Gummiband, und bei dem Spain-Skeletor ist er halt schwarz gehalten und ist aber mit purpurfarbenen Nähten vernäht. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist das Erkennungszeichen praktisch dann dafür, ne? Genau, die meisten Fake-Capes haben einfach nur ein Loch eingeschnitten, dann wird das über den Kopf drüber gestülpt. Da ist dann vorne gar nicht dieser Gummi zu sehen. Und dann seht ihr auch schon, dass das kein echter Mantel ist.
vom Zubehör mal abgesehen, achtet, wie gesagt, darauf, dass es sehr, sehr hell sein muss. Das ist natürlich auch immer, okay, das ist jetzt, wenn man sich so einen schwarzen Gummi besorgt und so Purple oder die Nähte dann. Ja, und der Stoff ist auch sehr, sehr lichtdurchlässig. Das ist ein feiner, sehr feinmaschiger Stoff. Könnte man schon fast für Dessous oder für Strumpfhosen nehmen. Das jetzt nur mal so als Referenz. Aha. Ich gucke jetzt nicht zu meiner Freundin, die im Hintergrund sitzt und wahrscheinlich ihren Teil denkt. Nein, aber okay. Auch der Stoff ist immer sehr, sehr fein. Ihr könnt als Referenz nehmen, von der Haptik her ist das lilane Cave vom Spain Skeletor ähnlich wie das vom regulären Skeletor. Aber ich will mal deine Frage beantworten. Von diesem Skeletor gibt es an sich auch mehrere Varianten. Ihr habt zum einen die ganz normale Malaysia-Variante mit J-Hook, dann hier Masters Action, der Schriftzug Skeletor. Auf der Rückseite ist die kurze Biografie, die Übersicht der ersten Wave. Und davon gibt es dann auch noch die Variante, dass ihr den Skeletor halt habt, wo der Gürtel doppelt bemalt ist. Der ist dann ebenfalls auf dieser Karte, auf der normalen EU-Malaysia-Karte erhältlich. Dann gibt es noch eine spanische Karte. Ich meine nicht damit diesen Skeletor, sondern da ist der reguläre Skeletor verpackt mit einem Mini-Comic. Das ist dann ein spanisches Comic und ihr habt dann keinen J-Hook, sondern ihr habt einen Punch-Hole. Mhm. Das wäre so eine Möglichkeit. Dann gibt es natürlich die spanische Karte, auch mit Punch-Hole, dann lila Cape, Mini-Comic ist auch mit bei und dieses anthrazitfarbene Zubehör. Ihr habt normal die US-Karte. Da fällt so auf, sofort auf, dass die Karte natürlich breiter ist. So sind ja alle US-Karten. Ich wollte sagen, sind ja alle US-Karten breiter. Ne? Richtig. Und das Zubehör ist hier nicht so angeschrägt draufgebracht oder aufgebracht, sondern es ist direkt vertikal. Müsst ihr mal drauf achten. Daran erkennt ihr auch sofort, dass es eine US-Karte ist. Dann gibt es natürlich auch Skeletor im Doppelpack, und zwar mit He-Man. Es war auch noch geplant, den Skeletor in einem Doppelpack mit Hydron auf den Markt zu bringen. Das ist jetzt leider nicht der Fall gewesen. Halt war dann die Linien sind ausgelaufen und es wurde nicht mehr produziert. Genau. War das schon mal angezusetzt gewesen? Oder? Ich weiß vom guten He-Man-Sven, er hat mir das auch gezeigt in einem Katalog von Mattel. Da wurde das schon gelistet, okay. Dass es Hydron im Doppelpack mit Skeletor gibt. Gab auch schon eine Bestellnummer und alles, aber ja, es gab ihn nie. Also ich kenne niemanden, der das hat. Mhm. Und soweit mir auch in der Szene bekannt ist, gibt es so oder gibt es dieses Doppelpack nicht. Mhm. Also wahrscheinlich wurde es dann kurz vor der Angst dann doch wieder gecancelt. Warum, kann man so jetzt nicht sagen. Aber an sich haben wir die Malaysia-Variante, die spanische Variante mit anderem Cape und Zubehör und Mini-Comic oder eben die normale Variante mit spanischem Comic und Punch-Hole und normalem Zubehör, so wie wir es halt kennen, ja. Und halt die US-Karte sowie das Doppelpack. Das sind so die mir jetzt auf den ersten Blick bekannten Varianten der Packung. Wie liegen die preislich bei den Mock-Figuren jetzt, sag ich mal? Also Skeletor ist aktuell auch teurer geworden, so wie der allererste He-Man aus der Toyline. Ich möchte meinen, so was ich nach aktuellen Recherchen festgestellt habe, ist, wenn man Glück hat, kriegt man den normalen Skeletor auch schon so für um die 100 Euro Mock auf normaler EU-Malaysia-Karte. Wenn es dann so Karten mit Punch-Hole sind und Mini-Comic, da wird es dann auch schnell teurer. Da sind wir dann noch ruckzuck bei 150 bis 200 Euro. Mhm. Und auf US-Karte sind wir auch so bei 150 bis 200 Euro. Und den spanischen Skeletor zu bekommen, also Sprichwort Mini-Comic, lila Cape, anthrazitfarbenes Zubehör. Auf Karte. Ich habe für meinen 250 bezahlt. Ursprünglich wollte der Verkäufer 450 haben. Also ich habe da einen rotzfrechen Preisvorschlag geschickt, der wurde angenommen. Aber du hast keinen rotzfrechen Preisvorschlag, du hast na, das Geld, was ich bereit war auszugeben. Genau, das Geld, was du bereit warst auszugeben. Genau. Ich muss aber dazu sagen, meiner hat einen sehr, sehr guten Zustand. Und ich habe hin und wieder schon einen Spain Skeletor Mock gesehen, aber in sehr, sehr schlechtem Zustand. Bubble gecrackt, Bubble angegilbt, teilweise auch braun oder die Karte, extreme Stresslinien, auch teilweise Risse drin und dann teilweise auch für dasselbe Geld wurde sie angeboten, weil sie eben so selten ist. Da kann ich euch nur sagen, erstmal müsst ihr einen finden, einen spanischen Skeletor Mock und dann müsst ihr auf jeden Fall schon ein paar hundert Euro in die Hand nehmen, definitiv. Und ich habe meinen Skeletor ja auch für anderthalb Jahren gekauft. In der Zeit ist wieder viel passiert. Ich wollte sagen, die ganze He-Man-Sache, die nimmt ja richtig Fahrt auf. Es ist genau das gleiche wie bei Dino Riders. Da geht es halt mal richtig steil nach oben. Okay, Alex, dann sind wir erstmal mit dem ersten ersten Skeletor, ich wollte sagen He-Man, mit unserem ersten Skeletor durch. Kommen wir zum zweiten. Dem Disc of Doom Skeletor. Der Disc of Doom Skeletor ist eigentlich somit meine Lieblings-Skeletor-Variante, die es gibt.
Hast du den nicht auch, das war der erste, den du gekauft hattest? Kann das sein? Oder nee, Quatsch, der erste, auf den du dein Auge geworfen hattest, wo du Mock, sagtest, Mock. Den wolltest du unbedingt haben. Genau. Mock, genau. Und ja, generell wollte ich ihn haben, du hast recht. Ja, ja. Weil hier gilt das Gleiche wie beim Battle Punch He-Man. Den gab es eher selten, wenn überhaupt, ganz selten in Deutschland zu kaufen. Es gab ihn schon im EU-Raum, aber eher so bei den Engländern oder bei den Franzosen, Italienern, Spaniern, da gab es den auf normaler EU-Malaysia-Karte. Es gab ihn auch noch auf US-Karte. Ich greife da gleich mal vorweg, weil das überschaubar ist. Es gibt wirklich nur diese zwei Kartenvarianten. EU, Malaysia, ganz klassisch mit J-Hook und dann auch diesem gelben, ich zeige es mal hier bei diesem Skeleton, mit diesem gelben Blitz oder diesem gelben Stern, wo in mehreren Sprachen draufsteht, dass es eben eine neue Figur ist. Und auch hier ist wieder dieses Kuriosum. An sich, laut Cardback kann man sagen Wave 2. Ich ordne ihn aber schon eher der Wave 3 zu. Und das Kuriose ist nämlich auch, dass bei den US-Packungen hinten das oftmals ein bisschen anders ist. Und hier wird er ja mit dem Battle Punch He-Man gezeigt und die haben noch diese schmächtigeren Wave 2 Figuren hier zu sehen. Ne? Wir haben ja Nocturna, Vizar, Karate und Hoof und eben die beiden Hauptcharaktere der Main Toyline. Aber ich muss sagen, hier das Artwork hier sieht schon richtig klasse aus. Ne? Also, ja. Das sieht Hammer aus. Das gefällt mir auch richtig gut, weil du es auch gerade ansprichst. Wir können ja gleich mal in der Nahaufnahme zeigen. Das Besondere am Disc of Doom Skeletor ist, dass hier, wenn wir gerade beim Design sind, das ursprüngliche Gesichtsfarbschema wieder aufgegriffen wurde, nämlich gelb und grün, so wie der Vintage Skeletor auch immer daherkam, mit gelb-grüner Gesichts- bzw. Schädelbemalung. Das hat man hier jetzt wieder aufgegriffen. Hier würde ich sagen, sieht man auch schon wieder eher die Referenz zum Original, zum originalen Skeletor. Mhm. Es ist so das Knochengesicht, wie man es eigentlich kennt. Mhm. Interessant ist bei ihm, ich hatte es in der allerersten Folge schon gesagt, dass es ja diese Idee gab, He-Man im Weltraum gegen Weltraumpiraten kämpfen zu lassen. Wir blenden an dieser Stelle mal ein frühes Artwork vom Disc of Doom Skeletor ein. Übrigens auch designt wieder von Dave Wolfram, der auch den ersten Skeletor designt hatte. Zur Erinnerung, er ist derjenige, der auch Scareglow, Snakeface oder eben den Laserlight Skeletor modelliert hatte. Er hat sich auch wieder hier rangewagt und hat die nächste Stufe vom Skeletor modelliert. Und ursprünglich war es gedacht, wie gesagt, ein paar Weltraumpiraten da zu nehmen als Schurken, keine Mutanten. Und das zeigt sich eben auch in der Rüstung. Überall habt ihr diese skelettöse Design, diese Totenköpfe. Klar kann man sagen, es ist ja Skeletor. Ja, aber trotzdem ist ja Piraten. Genau, viel mit Totenköpfen und dergleichen. Und das war auch so gedacht bei diesen Weltraumpiraten, da überall so Totenkopfmuster und Applikationen mit zu verwenden. Man hat es hier aufgegriffen. Und jetzt wird es sehr kurios, das wusste ich auch lange Zeit nicht, das ursprüngliche Beindesign, man sieht es hier auf dieser Zeichnung, auf diesem Konzept von Dave Wolfram, zeigt, dass er Beine mit Ketten hatte. Und diese Beine mit Ketten fanden letztlich keine Verwendung. Er hat dann diese Sternspreizfüße bekommen. Und die haben auch so ein bisschen dieses Art-Deco-Design, sehr geradlinig, sehr kantig. Ja. Und die ursprünglichen Beine mit dem Kettendesign, die fanden später bei einer Figurverwendung, die wir als Optik kennen. Ah, okay. Ja. Wenn man da so drauf achtet und dann, wie gesagt, diese Konzeptzeichnung mit dem Beindesign von Optik vergleichen, dann erkennen wir da nämlich, wo es letzten Endes eingeflossen ist. Könnte man den umbauen? Also könnte man die Beine von Optik nehmen und weiß ich gar nicht, ob das so geht, weil letzten Endes hast du hier eine Figur, die schon massiver designt wurde. Auch dieser Skeletor hat etwas an Muskelmasse wieder zugelegt und dementsprechend sind auch die Gelenke etwas breiter modelliert. Ah, okay, ich glaube nicht, dass du es da mit ranbekommst und auch die Farben hauen nicht so ganz hin. Aber alles in allem, wie gesagt, haben wir das Biomechanische weiter. Das Schöne ist, dass Dave Wolfram damals so ein bisschen mit Mattel diskutieren musste. Er wollte gerne, dass diese Figur schießen kann. Mattel hat aber immer ein bisschen Bammel gehabt, so vor so kleinen, scharfen, spitzen Projektilen. Man hat den Kompromiss gefunden, indem man diese Disc of Dooms kreiert hat. Und man kann quasi den Skeletor einrasten lassen. Ah, das ist ein Action-Feature praktisch. Das ist auch ein Arm mit Balljoint, was untypisch ist. Ja, ist aber dem Umstand geschuldet, dass es für das Action-Feature notwendig ist. Und dann könnt ihr hier eine Scheibe quasi einspannen und dann könnt ihr die dann losschleudern. Ah, okay. Ja. Insgesamt liegen zwei Scheiben bei. Eine könnt ihr hinten einklicken oder halt in diesen Werfer mit reinhaken. Oder ihr könnt mittels eines silbernen Halteclips um die Hand den Clip spannen und dann könnt ihr da noch eine Scheibe drauf machen. Das sieht dann auch ein bisschen aus, als hätte er einen Schutzschild. Ja, genau. Das ist so ein bisschen, wie, als wenn er sich so dreht, so dass er durch Rotation... Das ist das eigentliche Disc of Doom Action Feature. Wie gesagt, er wirft diese Scheiben und das zweite Action Feature ist, das hat auch Dave Wolfram erwirkt, dass er ein transparentes Plastik in die Augen bekommt und mit entsprechendem Lichteinfall leuchten diese Augen diabolisch rot. Mm. Ja, also er hat keine bemalten Augen, die sind wirklich aus diesem Kunststoff und das sieht schon sehr, sehr cool aus.
Jetzt ist, die Frage, wir hatten das ja dieses so ein Feature schon mal gehabt bei den bei den Shadow-Figuren. Shadow hat ja auch den, hat ja den Hut auf, hat oben ein transparentes Plastik drin und dann haben auch seine Augen rot geleuchtet. Interessant, ja. Man kann dieses Gesicht auch noch verdecken, man kann diesen Kopf zuklappen, das ist dann wie eine Art Panzer, was Skeletor vor, wie so ein Helm, ne? Genau, vor Schäden im Kampfe schützt, dass das Gesicht wirklich geschützt ist. Ich empfehle es nicht mehr zu machen, weil das sind keine wirklichen Gelenke, das ist einfach nur der Kunststoff ist an der Stelle verjüngt, der ist verdünnt und man kann es dann zubiegen und dann einrasten lassen mit diesem Scharnier. Das wird aber über die Jahre, ich meine, die Figur kam 1990 raus, das ist jetzt echt lange her, 32 Jahre oder 33 Jahre, je nachdem. Und das wird ja nicht besser. Die Weichmacher schwinden und das bricht sehr, sehr schnell ab. Gerade bei losen Disc of Doom Skeletor-Figuren sind diese zwei Klappen ganz oft, hängen die nur noch halb runter, weil die meisten Stellen abgebrochen sind oder sie fehlen halt gänzlich. Das ist praktisch eine Schwachstelle. Gibt es noch mehr an dem Skeletor? Oder ist das... Ein Schwachpunkt ist, die Füße, so schön sie aussehen, ich finde sie etwas unterdimensioniert, der steht relativ schlecht. Okay. Mit einem Stand ist das Ganze eine andere Geschichte, da kann man ihn sicher aufstellen. Und das Zubehör, die Discs of Doom sind relativ häufig nicht dabei. Okay, meistens auch, wenn dann nur eine, ja, aber die gehen irgendwie häufig verloren. Sind auch sehr filigran, die knicken auch gerne mal um, diese Sägeblätter, sage ich jetzt mal, diese Spitzen, diese Zacken, brechen auch gerne mal weg oder sind verbogen. Und diese silberne Haltespange, die fehlt ganz, ganz oft. Und viele wissen es nicht, preisen ihren Disc of Doom Skeletor als komplett an, sagen, okay, ja, sind alle beiden Scheiben dabei, ihr habt den Werfer, let's go, zahlt entsprechend. Ja. Und dann wird aber irgendwann mal die Frage in den Raum gebracht, wenn das ein Kenner ist, ja, wo ist diese silberne Haltespange? Keine Ahnung, gab es da eine? Ja, es gab eine. Und die fehlt ganz häufig, weil wenn man mal die Disc abzieht und dann nur die Spange abnimmt, das ist so ein kleines Teil, also das geht entsprechend schnell verloren. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch gerne mal zerbricht, weil ihr müsst es ja auch mal draufklicken. Ja, genau. Das ist dann schon ein Wunder. Also das sind so die zwei großen Schwachpunkte, diese Haltespange und das Visier vom Helm. Das sind so die allergrößten Schwachpunkte. Und ihr kriegt den relativ selten. Mock wie lose. Gibt es von der Figur Mock auch nochmal Varianten oder... Ja, wie gesagt, ich hatte es eingangs erwähnt, ihr habt halt diese US-Variante und die reguläre Malaysia-EU-Karte. Genau, mehr nicht. Mehr Varianten gibt es davon nicht. Die sind auch sehr schwer zu bekommen, beide Varianten. Also US-Karten sind nicht so häufig, liegen mittlerweile auch bei $300 bis $400. Oh. Und naja, was ich jetzt so in den letzten Monaten, in den letzten Dreivierteljahr so mitbekommen habe, da gab es schon hin und wieder auch EU-Karten. Die gingen kurioserweise für etwas weniger Geld weg. Meistens so um die 200 bis 220 Euro. Man muss dazu sagen, die Zustände waren jetzt auch nicht die allerbesten. Der letzte wurde aus Italien angeboten. Ein Sammelkollege hat ihn auch gekauft für, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es waren um die 200 Euro. Da war die Bubble aber auch schon angegilbt, etwas mehr angegilbt, als es bei meinem der Fall ist. Und ich kann aber sagen, dass die Disc of Doom Skeletors auch oft für 300 bis 400 weggegangen sind auf US-Karte. Also die Amerikaner zahlen da schon entsprechend die Preise. Lose ist es auch sehr, sehr schwer. Wie gesagt, wir hatten es ja schon gesagt, bei den Schwächen und Stärken, beziehungsweise nur den Schwächen, die wir erwähnt hatten, dass ihr den ganz schwer zum einen bekommt und noch viel, viel schwerer intakt, Stichwort Visier des Helmes und mit komplettem Zubehör. Als Beispiel, der Skeletor, den du in der Hand hältst, den habe ich lose mit intaktem Visier gekauft in den USA für um die $20. Und das Zubehör habe ich Monate später mit ganz viel Glück auf eBay geschossen mit dem silbernen Halteclip für nicht ganz $40. So, und dann habe ich den noch ein zweites Mal und da habe ich extra dich auch ins Boot geholt, weil du jemanden in Australien kennst. Ja, stimmt, das war die Australien-Connection. Genau, und da hatte jemand für 70 australische Dollar damals einen kompletten Disc of Doom Skeletor lose in einem wirklich Top-Zustand angeboten. Ich habe den angeschrieben, er hat gesagt, ich verschicke nicht nach Europa oder weltweit. Dann, wenn, dann muss das hier irgendwie im Land bleiben. Du hattest einen guten Kumpel aktiviert. James, genau. Grüße gehen raus an den James. Genau. Star Trek-Kumpel. Ich hatte den James schon mal geholfen. Und jetzt hat er uns bzw. dir geholfen. Ja. Richtig. Und dann hatte er das gekauft. Genau. Und dann hat er, nachdem er es bekam, direkt hier nach Deutschland geschickt. Da bin ich ihm heute noch dankbar. Ja. Somit kann ich sagen, ich habe drei Discs of Doom Skeletors, weil es einfach eine meiner absoluten Lieblingsfiguren ist. Einer steht bei meinem Doom- bzw. Skullcopter, einer in der Vitrine und dann habe ich halt diesen auf US-Karte Mock. Genau.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn wir jetzt nochmal auf die Mocks gucken, häufig ist auch der Bodenbereich der Bubble durchgetreten, habt ihr Cracks. Die meisten Disc of Doom Skeletors, die ihr so kriegt, Mock, haben unten halt Cracks. Damit müsst ihr einfach leben. Weil die Füße so gegendrücken oder das Gewicht, wie gesagt, wir haben keinen Tray in den Bubbles, die drücken einfach mit dem ganzen Gewicht über Jahrzehnte auf den Boden. Mhm. Und die Figur ist auch relativ schwer, wenn du ihn mal so in die ich Hand nimmst. Ich wollte sagen, der ist schon ein bisschen schwerer als der da. Ne? Mhm. Richtig, genau. Definitiv. Ich würde sagen, Alex, es ist ja letztendlich, das ist ja auch wie im ersten Part schon vom He-Man. Der He-Man hat sich ja auch entwickelt von etwas drahtig über mehr Muskulatur auf Steroid. Und ich glaube, das zieht sich hier fort, oder? Also ja, Mr. Skeletor. Ja, also die sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg gewesen, weil das ist auch ein netter Funfact. Es gibt nämlich ein Sega-Spiel, wir blenden es euch mal an der Stelle mal ein. Da hatte man sogar, es kam erst nach dem Disc of Doom Skeletor raus, da hatte man so dieses Design, gerade dieser große Oberkörper mit dem Totenkopf so, das hatte man da so ein bisschen aufgegriffen. Und da gibt es dieses Cover von diesem Sega-Spiel, da sieht man auch einen Bösen, der so ein bisschen ausschaut wie der Disc of Doom Skeletor, hat aber gar nichts damit zu tun. Echt? Ja, aber es gibt so mittlerweile Sammler, Grüße gehen raus an He-Man Sven, ich glaube, der hat sich das Spiel mittlerweile auch einfach gekauft, weil auf dem Artwork vorne, auf dem Cover halt diese Figur drauf ist, die so Ähnlichkeit hat mit dem Disc of Doom Skeletor. Ah, okay. Der Battleblade Skeletor stellt die finale Version dar in der Toyline. Er erschien 1992 im Rahmen der Wave 4 und unschwer erkennbar ist er auch wesentlich muskulöser. Er ist eigentlich die muskulöseste Erscheinung von allen drei Skeletor-Varianten. Wie auch alle anderen aus Wave 4 haben die jetzt wirklich ordentlich Steroide bekommen, sind richtig muskulös geworden und erinnern rein von der Muskulatur jetzt am ehesten an die Vintage-Vorlage, die 1982 ihren Anfang nahm. Das Besondere ist jetzt hierbei, dass der Skeletor der einzige aus der Toyline ist, der eine Glowing-in-the-Dark-Funktion hat. Also wahrscheinlich hat Dave Wolfram sich gedacht, naja, man könnte ja mal wieder so ein bisschen Scare-Glow ins Gedächtnis rufen. Und der war eigentlich cool, weil er leuchten konnte. Und das kann er auch. Er hat ähnlich wie der Disc of Doom Skeletor einen großen Brustpanzer, der in Form eines Totenkopfes sehr, sehr groß diesmal designt ist. Mhm. Und dieser kann im Dunkeln leuchten. Sieht auch sehr, sehr schick aus. Also ich mag das Action-Feature, gerade nachts, wenn ich dann im Schlafzimmer die Vitrine ausmache, leuchtet mir ja der Battleblade Skeletor noch so ein bisschen den Weg in das Traumreich. Und ist das ein Action-Feature, das Leuchten? Das ist das eine. Man muss dazu sagen, dass man den Oberkörper auch ein bisschen hin und her schwenken kann. Das sieht auch sehr skurril aus, weil der Totenkopf dann so ein bisschen aussieht, als würde er so Zähne knirschen. sehr cool. Ich glaube, es ist dem Umstand geschuldet, dass man ihn so ein bisschen ankippt und die Hand, den rechten Arm kann man nach hinten spannen und einfach loslassen. Und dann wirft man sozusagen diese Battleblade. Ich versuche das jetzt mal, ob das funktioniert. Naja, nicht ganz. Machen wir es gleich nochmal. Genau, er wirft ihn dann quasi weg. Diese Kampfaxt, diese Battleblade. Martin, vielleicht bist du mal so lieb und holst die Figur. Oder auch nicht. So, hier. Also zum einen die Glowing-in-the-Dark-Funktion auf dem Brustpanzer. Dann diese Battleblade, die er wegwerfen kann. Er hat dann noch diesen schönen Totenkopfschild, der übrigens sehr, sehr detailliert modelliert ist. Ja, der ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Den hat er in der linken Hand. Witzigerweise kann man den Schild auch nicht so einfach abziehen, weil man müsste ihn, der ist quasi gestiftet auf dem Arm. Ich versuche es trotzdem mal, ohne jetzt was abzubrechen. Damit er richtig Halt hat, ist hier ein Loch in diesen Armreif eingelassen. Und dort seht ihr einen Stift auf der Rückseite vom Schild. Und ihr stülpt ihn quasi über die linke Hand und lasst ihn dann mit dem Stift reingleiten in diesen Armreif. Ah. Das klang zweideutig, ich weiß. Genau, ansonsten haben wir auch wieder dieses biomechanische Design, so wie bei allen anderen Skeletor-Varianten. Auch hier haben wir wieder diese spezielle Beinform, die so, ja, so, was hatte ich gesagt, diese Spreizform von einem Fuß, ja, so mehrere Klauen. Das wirkt so, ja, schon so raubtierhaft, aber sieht auch sehr mechanisch aus. Auch dieser Skeletor hat eigentlich wenig Fleisch, vieles wurde durch Mechanik ersetzt. Hat er auch an den Muskeln hier so Schläuche noch mit genau, dran. Genau, drehte Leitungen. Also wirklich dieser Skeletor, der klotzt so mit Technik. Interessanterweise sieht es auch so aus, als würde sein Gehirn freiliegen. Ja. Das Ganze wird dann gerahmt von einer Krone. So ich wollte sagen, so wirklich dieser Herr des Bösen. Das wird hier unterstrichen. Und markant ist, dass die Bemalung vom Gesicht ist jetzt hier wieder nicht klassisch gehalten. Wir haben jetzt hier wieder ein dunkles Grün. Mhm. Das hatte der normale Skeletor damals auch. Aber wir haben hier ein Hellgrün jetzt drauf. Das ist kein wirkliches Gelb, das ist eine Art Hellgrün. Mhm. Sieht man auch auf diesen Schienbeinschonern oder Knieschützern, besser gesagt Knieschützern. Da hat man auch so dieses Hellgrün.
Ja, ich finde es trotzdem sehr gelungen. Ist eine sehr schöne Figur. Und das ganz Interessante ist, er hat Haare. Ich wollte gerade sagen, ist das hier der Echthaar, die Echthaar-Perücke, nee, oder was? Ist schon Kunsthaar. Das ist sehr, sehr glatt. Das sieht auch ein bisschen komisch aus. Man muss dazu sagen, als Dave Wolfram diese Figur designt hatte, wir blenden an der Stelle mal ein Artwork ein. Ursprünglich war gedacht, dass das Haar wesentlich krauseliger, verwilderter, zotteliger, einfach ungepflegter daherkam. Das Problem war aber, dass Mattel gesagt hat, naja, wir werden jetzt nicht extra irgendwie Haare dafür anfertigen, nimm das, was da ist. Hm. Und man hat sich da nämlich bei den Barbies bedient. Ah. Und da gab es eigentlich nur so glatte, ja, schöne, logisch, geschmeidige Haare. Und letzten Endes kann man sagen, dass dieser Skeletor Barbie-Haare hat. Und die sind dann einfach so glatt und hängen so lang hinten runter. Das darf man aber nicht laut sagen, weil er ist immerhin der Herr des Bösen hier und hat eine Krone auf und hat Barbie-Haare. Ja, es gibt auch Leute, die das nicht gut finden. Und mit etwas Geduld, heißem Wasser, kann man auch diese Schädeldecke ablösen. Die ist ja nur geklebt. Und man kann dann die Haare rausnehmen und dann kleben manche das wieder drauf. Und dann hat er eben diese Haare nicht mehr. Aber dann haben sie ja die Figur verändert. Ja, aber manche haben das gemacht, weil die mit diesen Haaren einfach nicht klarkamen. Also das hat die einfach so massiv gestört, dass sie da gesagt haben, nee, das muss rückgängig gemacht werden, das will ich nicht. Ja, trotzdem eine sehr schöne Figur. Im Cartoon von Jetlag hat er gegen Ende der Serie, in den letzten Folgen, hat er auch ähnlich dieses Aussehen. Er hat dann wirklich auch Haare und diese Krone. Allerdings sieht man nicht so dieses Gehirn, das ist einfach nur so eine Knochenplatte. Der Kopf sieht auch gezeichnet von Jetlag deutlich anders aus als diese Erscheinung des Battle Blades. Und auch die Rüstung sieht jetzt nicht so aus wie im Cartoon. Aber dieses Thema mit der Krone, mit dem Haar, hat man eben auch im Cartoon aufgegriffen. Eine sehr, sehr schöne Figur. Soweit ich weiß, gibt es ihn auch nur in zwei Packungsvarianten. Das wäre zum einen die ganz normale US-Karte. Hm. Ich muss mich korrigieren, drei Packungsvarianten. Aber an sich haben wir nur die EU-Malaysia-Karte. Und zwar mit J-Hook. Es gibt sie aber auch mit Punch-Hole, ähnlich wie beim Thunder Punch-Seaman. Okay. Hm. Aber im Vergleich zum Thunder Punch-Seaman gibt es da bei der Abpackung oder bei der Verpackung gibt es da keine Veränderung. So wie ja der Thunder Punch-Seaman diesen Harnisch dann nicht über hatte, den Oberkörper, sondern im Zubehör-Bubble. Hm. Ist der sonst auch verpackt wie immer, aber eben halt mit Punch-Hole oder eben J-Hook und halt die US-Karte, wo dann der Schriftzug New auch an der Seite ist. Und den findet man schon relativ häufig. Also auf US-Karte gibt es den. Mittlerweile bewegt er sich so bei um die $200 bis $300 bei den Amerikanern. Und wesentlich seltener ist die reguläre Malaysia-Variante, so wie ich ihn hier habe. So habe ich ihn damals ja auch bekommen nach der Wende. Das war ja so meine erste Figur gewesen. Meine erste Actionfigur überhaupt und meine erste He-Man-Universum oder aus dem He-Man-Universum stammende Figur, der Battleblade Skeletor. Und man sieht es hier, normale Malaysia-Karte, J-Hook und dann dieses Sternchen oben, wo halt in mehreren Sprachen steht, dass es neu ist. Wie gesagt, finale Wave. Und den habe ich bisher, ich glaube, nur zweimal gesehen. Und ich habe meinen damals für um die 130 Euro bekommen. Ich glaube, nach aktuellem Stand ist es dann schon ein weitaus höherer dreistelliger Betrag, den man da bezahlen muss. Und noch nie gesehen habe ich selber als Auktion oder zum Verkauf angeboten die Malaysia-EU-Karte mit Punch-Hole. Ich weiß, der gute He-Man-Sven hat ihn und ich möchte meinen, der Star-Wars-Sammler hat ihn auch. Grüße gehen raus an dich, falls du das Video siehst. Die haben ihn Mock auf Punch-Hole, Malaysia-EU-Karte. Aber ich selber habe es noch nie gesehen und da kann ich jetzt auch keine Referenz nennen, was der aktuell als Preis abrufen würde. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen zu der eigentlichen Figur, Alex, hier, weil ich habe die jetzt in der Hand. Die ist ja sehr massiv und sehr robust. Gibt es denn Schwachstellen, außer, sage ich mal, ich glaube, beim Schild könnte eine Schwachstelle sein, ne? mit dem Stift, den man reinsteckt? Oder? Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe eigentlich noch nie einen Schild gesehen, wo der Stift abgebrochen Echt? Ist. Nee. Hält der das aus? Der hält das aus. Eigentlich ist es schon relativ guter Kunststoff. Er ist steif genug, aber irgendwie auch flexibel genug, um eben Brüchen vorzubeugen, selbst nach diesen Jahrzehnten jetzt. Klar stellt sich immer mal die Frage, wenn ich ihn lose will, ob auch alles dabei ist. Der Schild ist meistens dabei, okay, weil das so fest sitzt, dass es selten abgenommen wird. Ja. Die Battleblade fehlt hin und wieder. Ihr kriegt die Battleblade aber auch hin und wieder bei eBay lose einzeln. Ich wollte sagen, das ist ja kein mega kleines Teil. Das ist schon ein Teil, was man vielleicht dann irgendwie... Erstens, was man auch wieder erkennt in irgendwelchen Konvoluten. Hat auch übrigens so ein bisschen dieses Facehugger-Design von Alien, wenn ihr mal so guckt von der Seite. Ja, genau. Ne? Also man merkt wirklich, auch hier hat sich Dave Wolfram wieder stark von HR Giga beeinflussen lassen. Selbst die Rückseite ist schön modelliert, mehrere Knöpfe und Leitungen und hier so dieser Kabelausläufer, auf dem hängt ja letzten Endes ja auch die Battleblade auf die Hand.
ja, wie gesagt, Sind ja letztendlich bloß zwei Zubehörteile und die Figur an sich ist ja sehr, sehr massiv. Richtig, also ich habe auch noch, also ich habe mal gesehen, es gab jetzt letztens bei eBay Kleinanzeigen eine Figur, da war eines der Beine abgebrochen, innerhalb der Bubble ist das passiert. Ich habe es jetzt sonst noch nie weiter gesehen. Ich schätze ihn als sehr, sehr robust ein. Was aber ganz oft die Schwachstelle ist, dass das hier oben sich löst, abgeht, manchmal auch fehlt und die Haare auch nicht mehr mit dabei sind. Also das ist schon häufig der Fall oder zumindest, dass das hier oben lose ist. Na gut, bei den Haaren kann man auch sagen, das kann auch mutwillige Zerstörung sein. Kann sein. Ich habe auch schon gesehen, dass die abgeschnitten wurden. Ja, genau. Das kam auch schon vor. Und also der ist jetzt in dem Zustand, wie es sein muss. Das heißt, also die Haare gehen mindestens bis hier hinten auch zu diesem, was ist das hier, so ein dieses so Lüftungsgitter da. Genau. Genau, also das ist die originale Haarlänge. Eine ordentliche Fokuhila, wobei vorne komplett fehlt. Ja, also man kriegt ihn schon relativ gut in einem vernünftigen, kompletten Zustand lose. Und preislich sind wir da so bei um die 50 Euro. Egal, ob jetzt bei den US-Amerikanern oder hier im deutschsprachigen oder europäischen Raum, der ist schon relativ gut zu bekommen. Was ich sehr kurios finde, da es ja eigentlich eine Figur aus der Wave 4 ist und die Wave 4 war ja wirklich eher rar gesät. Klar gab es den Thunder Punch und den Battleblade Skeletor häufiger als wahrscheinlich dann andere Charaktere, Stichwort Huckenbrack aus der Wave 4. Aber ihr kriegt den kurioserweise sehr häufig. Ich vermute mal, dass ihn auch einfach viele Leute damals gekauft haben. Den fanden viele cool und der sieht schon echt gut aus. Welcher von den Skeletor ist dein Favorit? Ich musste das mehrfach beantworten. Emotional, nostalgisch betrachtet ist es der Battleblade Skeletor, weil es meine erste Actionfigur war. Und rein von der Optik, auch vom Action-Feature, finde ich den Disc of Doom Skeletor am coolsten. Und am ikonischsten aus der Toyline finde ich aber den normalen Skeletor. Der ist einfach, hat für mich einen unwahrscheinlich hohen Wiedererkennungswert und steht für mich einfach auch für die gute alte Zeit. So die späten 80er, frühen 90er. Deswegen, man kann abschließend sagen, ich kann mit allen drei Skeletor-Varianten wirklich richtig, richtig gut leben. Und ich finde allein auch den spanischen, das ist so ein kleiner Gral. Das stimmt, zu haben. Das habe ich ein bisschen miterlebt, wo du den besorgt hast, beziehungsweise den Werdegang von dem spanischen Skeletor. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort für unseren ersten großen Teil unseres Reviews, wo wir uns die beiden Charaktere annehmen, die es in die neue Serie geschafft haben, der He-Man und der Skeletor. Und wir machen dann weiter mit den normalen Waves. Also wir werden wahrscheinlich jetzt die erste Wave 1 uns vornehmen, ja, mit den einzelnen Charakteren und dann bis hin zur Wave 4 weitermachen, Alex. Ihr könnt, wie gesagt, auch das eine oder andere nochmal nachlesen. Ich bin ja auch jetzt hier nicht allwissend, was diese Toyline angeht. Ich habe auch erst in den letzten Jahren angefangen, mich wirklich intensiver damit zu beschäftigen. Ich kann euch an der Stelle nur nochmal die Homepage vom He-Man Sven empfehlen. He-Man-na.de. Da findet ihr alles, was ihr zu den Figuren, zur Toyline an sich wissen wollt. Auch die ganzen Packungs- und Figurenvarianten hat Sven sich wirklich viel Zeit genommen. Hat auch seinen persönlichen Werdegang nochmal dargelegt, warum er damit angefangen hat, warum ihm das so viel bedeutet. Und da kann man wirklich viele Infos nochmal mit abgreifen. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, schaut unsere Videos weiterhin. Ja, wenn ihr was sehen wollt, dann, wenn ihr was sehen dann wollt, müsst ihr bei genau, uns bleiben. Das ist richtig. Bleibt bei uns und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Alex. Ne? Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.